herzlich willkommen zurück zu My Time at Sandshark. Ja, ich bin gerade erst aufgewacht und rausgegangen und das habe ich hier gesehen. Hier, Rainy, bist du okay? Der Sandsturm letzte Nacht war schrecklich. Ich habe kein Auge zu bekommen. Wie sieht's bei dir aus? Alles gut? Ich wollte zurück nach Highwind. Jetzt sagen alles gut, ne? Joa. Sind die hier wieder am Aufbauen und so, ne? Wirklich? Wow, du musst sehr mutig sein. Hoffentlich mache ich das nächste Mal besser. Hoffentlich mache ich es das nächste Mal besser. So. Wie auch immer, ich bin eben durch die Stadt gelaufen, um den Schaden zu sehen und habe Matilda getroffen. Sie möchte, dass wir uns die Bühne vor dem Blue Moon gleich anschauen. Also bin ich hier, um dich abzuholen. Okay. Die Bühne vor dem Blue Moon. Komm schon, sie wartet. Oh, okay, ich muss wieder hinterherlaufen. Oh, die ist wieder so schnell. Okay, warte, Mian, warte. Aber es ist schön, hier alles wieder bei Sonnenschein zu sehen. Ich will nur einmal ganz kurz, wieder einmal kurz was abchecken. Ja, ich habe wieder mein Inventar, wie immer, überaus voll. Dann haben wir hier diese Standard-Werkzeugkasten. Hm. Ich kann das hier ja ausziehen. Oh, ich sehe gerade, ich habe tatsächlich Augenringe, ne? Oha. Wir sind noch Stufe 9, deswegen kann ich da noch immer keinen Schal anziehen. Ansonsten haben wir erstmal nichts, ne? Na gut, dann haben wir hier den Blue Moon Saloon. Da muss ich hin. Und dann haben wir hier sofortiges Karma bei Burgess noch was. Okay. Na gut. Laufen wir erstmal zu Mian. Genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Da stehen die auch schon. Zack, zack. Sieht nicht gut aus, ne? No. Meine wunderschöne Bühne. Tja, I'm so sorry. Na, na, wenigstens wurde niemand verletzt. Wir können sie immer wieder aufbauen. Ich weiß auch schon, wer das bestimmt machen muss, ne? Sag mal, wenn man vom Teufel spricht, wenn das nicht unsere neuen Handwerker sind, um den Tag zu retten. Ja, war ja klar. Wundert mich nicht. Wir sind hier wirklich in der Bredouille. Wir wollten eine Bühnenshow für Masons Abschiedszeremonie aufführen, aber jetzt liegt der Plan in Scherben. Wer hat ihr beiden so lieb und repariert das Ding? Ja, ich meine, dafür sind wir ja da, ne? Ich bezweifle nicht, dass ihr bis zu den Ohren in Aufträgen versinkt, aber sobald die Bühne repariert ist, können wir diese Zeremonie neu planen. Also fürchte ich, dass ich einen offiziellen Stadtauftrag mit höchster Priorität erteilen muss. Hm. Heidi, Liebes, kannst du einen neuen Entwurf zeichnen? Ich habe irgendwie schon erwartet, dass die Bühne irgendwann zusammenbricht. Also habe ich bereits eine neue entworfen. Hier ist die Anleitung, Handwerker. Wow, schon vorbereitet, ja? Mhm. Meine Güte, das ist toll. Wieso entscheidet ihr Handwerker euch nicht, wer welchen Teil macht? Okay. Such du zuerst aus, Rene. Ich bin mit beidem einverstanden. Also Bühnenhintergrund oder Bühnenstützen? Boah, ich habe keine Ahnung. Was ist denn besser? Es wäre schön, wenn die dazu schreiben würden, was für Materialien wir dafür brauchen, ne? Alles gleich, kümmere ich um das andere Teil. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ah, ich habe die Maschinen, die ich brauche, nicht. Ich gehe am besten schnellstens zu Cheese Forschungszentrum und hole mir einen Schleifer und einen Verarbeiter. Ich meine, einen Schleifer haben wir schon erforscht, ne? Einen Verarbeiter haben wir, glaube ich, noch nicht. Müsste ich auf jeden Fall heute dann auch einmal abchecken, ob wir damit noch was erreichen können, ne? Ich meine, den Schleifer habe ich ja auch schon angefangen zu bauen. Also gut, ihr zwei, lasst mich wissen, wie es läuft. Viel Glück und danke nochmal. Okay. Übrigens, wenn ihr was braucht, könnt ihr diese Bühne bergen. Bühni. Hätte es so gewollt. Okay. Er hat seiner Bühne einen Namen gegeben? Okay. Na gut. Und hat auch noch eine Quest. Hallöchen, Handwerker. Sieht aus, als hättest du deinen ersten Sandsturm überlebt. Haha. Dieser Sturm hat meinen Saloon aber ganz schön zugesetzt. Zusätzlich zur Bühne hast du es wahrscheinlich nicht gemerkt. Hier fehlt etwas sehr Wichtiges.
Also ich würde sagen, das Mundschild über dem Saloon wahrscheinlich, ne? Bingo, das Stadtbild von Sandrock ist ohne es einfach nicht dasselbe. Ich bin immer noch damit beschäftigt, hier alles zusammenzuflicken. Also habe ich gehofft, du könntest es für mich finden und zurückbringen. Oder wenn es komplett kaputt ist, mir ein neues bauen. Aber lass es uns nicht direkt aufgeben. Okay, jetzt muss ich das Schild suchen. Der Sandsturm ging hauptsächlich in Richtung der Yakmel Ranch. Kannst du mir helfen, es zu finden? Ja, kann ich. Ich habe gerade viel... Oh, hallo. Ich habe gerade viel zu tun. Sorry. Ich glaube, das ist Sandy, ne? Super, wenn du dorthin gehst, achte auf die Knallhühner. Die sind nicht nett. Ich sehe sie als bewaffnet. Beflügelt und gefährlich. Was? Wie auch immer, wenn du es findest, baue es bitte auch für mich. Mein Saloon ist ohne einfach nicht dasselbe. Okay. Noch eine Quest. Die dunkle Seite des Mondes. So, können wir das hier auseinandernehmen? Oh, wir brauchen auch noch besseres Werkzeug. Oh, das ist natürlich echt doof, ne? Das wird auch dauern. Ach so, wir haben es erst 7:30. Ja, die Zeit, ne? Gut, wo laufen wir dann als nächstes hin? Wollen wir dann erstmal noch zur Burgess oder wollen wir direkt durchstarten? Einmal kurz gucken. Wo ist das? Hier in der Kirchenstation. Ich glaube, da laufen wir dann erstmal hin und checken da das noch ab. Und, ach, da hinten, die dunkle, da ist das Ding. Okay. Dann gehen wir erstmal da hoch und danach halt, den Rest erledigen, ja? Abgemacht. So, das war irgendwo hier oben. Ich warte nur auf den Tag, an dem ich endlich, mir die Map merken kann, ne? Ich bin aber auch echt froh, dass die unten rechts diese kleine Karte haben. Da gucke ich auch meistens mit drauf. Dass ich mich nicht komplett verirre. Boah. Aber ist doch ein bisschen leer hier, ne? Wartet mal, hier. Wir müssen ja auch noch ins Forschungszentrum, ne? Ich überlege gerade, macht das Sinn, erstmal da hinten hinzugehen? Ja, machen wir erstmal danach. Wieder von Hütchen auf Stöckchen hier springen. Okay. Aber hier ist das ja schon mal klar. Das ist ganz oben. Und dann hier rein. Wir haben auch heute Sonntag, ne? Ja, okay. 7. Sommer. Auf der Auftragstafel. Achso, die Auftragstafel kenne ich eh schon. Okay, ist keiner da? Ach so, nee, das lädt noch. Ah, die sind hier alle. Okay. Oh, da ist jemand. Also, Jessen, meine Mutter sagt, dass alles immer etwas Gutes hat. Aber wo ist das Gute in Sandstürmen? Joa. Es wird alles durch die Gegend gewirbelt. Da hinten, Dunby, hatte ich, glaube ich, noch nicht, oder? Oder hier... Hier ist Burgess. Und Rian hatte ich auch, glaube ich, nicht. Guten Tag, Handwerker. Ich habe dich gerade gesucht. Ich bin gekommen, um dich zu bitten, an einer Umfrage teilzunehmen. Das ist etwas, was die Kirche mit allen Neuankömmlingen macht. Ein Standardverfahren. Würdest du dir einen Moment Zeit nehmen, um teilzunehmen? Ja, können wir machen, ne? Wunderbar. Erste Frage. Wie oft befolgst du die Regeln? Ja, natürlich immer. Oder nie? Oder manchmal? Ich würde sagen, immer. Oder? Ah, alles klar. Was heißt du von Banditen? Sind das Schlimmste? Vielleicht verstehen wir sie nur falsch. Ich finde sie cool. Ich würde das Mittlere nehmen. Man muss nicht mal alles schlecht reden. Aha, alles klar. Und zu guter Letzt, wie stehst du zu Wasserverschwendung? Also ich würde nie Wasser verschwenden, das ist klar. Gluck, gluck, alles raus. Alles klar, dann werde ich mal die Zahlen durchgehen und... Ich habe das Gefühl, dass du genau hierher zu Sandrock passen wirst. Dein Persönlichkeitstyp ist Weltverbesserer. Okay, danke. Hat er gerade irgend so ein Internet-Ding gemacht? Da dies der Fall ist, bin ich sicher, dass du kein Problem damit haben wirst, der Kirche jetzt ein wenig zu helfen. Kurz gesagt, auf den Pflanzen und Blumen in unserem Tempelgarten ist etwas Sand. Es wäre toll, wenn du was für uns sauber machen könntest. Übernehmen wir hier gerade noch einen Putzjob oder was? Und was machst du so in deiner Freizeit? Also, vielen Dank im Voraus und möge das Licht dir immer folgen.
Okay. Übrigens, du brauchst einen Staubwedel, um die Pflanzen zu säubern. Du hast doch einen Staubwedel, oder? Die sind heutzutage der letzte Schrei. Nein, wir haben keinen Staubwedel. Wir besitzen sowas nicht. Na toll. 10.000 Aufträge, ey. Nichts davon kann ich direkt erfüllen. So, wer bist denn du? Zimmermann, Ehemann von Dunby. Aha. Kumpel, ich bin total froh, dass der Sandsturm vorbei ist. Aber jetzt gibt es eine Menge Arbeit zu erledigen. Lass dir Zeit, es hat keinen Sinn, sich zu beeilen. Naja, solange du bis zum nächsten Sandsturm fertig bist. Okay. Sie so, Mama, kann ich gehen? Sweet. Ich wollte unbedingt auch mit dieser Dunby sprechen. Ups, nee, Jasmine, mit dir hatte ich schon gesprochen. Ich komme da nicht hoch. Ich quetsche mich mal hier durch die Reihe. Aha. Ministrantin der Kirche des Lichts. Nach dem Sandsturm hat die Sandbeseitigung sicher höchste Priorität. Handwerker, vergiss nicht, dich danach um deine Maschinen zu kümmern. Wie auch immer, ich muss los. Ich bin super beschäftigt. Aha. Die kannten wir halt auch noch nicht, ne? Dunby. Also beschäftigt siehst du ja nicht aus. Aber okay, ich will mich ja nicht beschweren. Gut. Ja, sprechen wir kurz Mathilda noch an. Ich weiß, dass ihr Handwerker mit all den Reparaturen, die wir in der Stadt brauchen, in Eile seid, aber vergesst nicht, euch gleichzeitig um euch selbst zu kümmern. Wenn ihr krank werdet, könnt ihr nicht bauen. Das ist wahr. Das ist wahr, das ist wahr. Okay, gucken wir hier noch einmal kurz durch, ob es hier was Neues gibt. Verschiedene Exponate, die mit dem Tag der hellen Sonne und Peach selbst zu tun haben. Die müssen wirklich selten sein. So Ausstellungen und so. Da noch ein Bild. Okay. Was haben wir hier? Nix. Okay, okay. Auf dieser Seite. Hier wird verschiedene Literatur aufbewahrt. Sie alle stehen im Zusammenhang mit dem Licht. 101 Wege, um deine Frömmigkeit zu steigern. Oho, okay. Hier noch was? Nee. Ach, Pebbles sitzt hier auch ganz alleine auf der Strafbank oder was? Wenn Papa Bergbau betreibt, macht er hey ho, hey ho, hey ho. Wieso muss ich mal hier... Wie hieß sie nochmal? Die eine Sängerin denken. War das Jennifer Lopez? Ja, ich habe keine Ahnung. Ach, ist egal. Gut, dann haben wir das. Noch einen Auftrag angenommen. Ich will mal schauen. Hier ist die Schlafstätte. Ich müsste jetzt, glaube ich, noch zur Forschungsstation, wenn wir schon eh hier oben irgendwo sind. Ich brauche aber die Karte. Hier. Ich markiere das eben. So, damit ich überhaupt weiß, wo ich hin muss. Das wäre ganz schlau. Irgendwie habe ich mich wohl anscheinend sehr geirrt. Ich bin fast in die falsche Richtung gerannt. Gut, dass ich das markiert habe. Oh, da ist noch eine Kiste, sehe ich hier. Und die nehmen wir natürlich auch direkt mit. Was ist das? Ein Freizeithemd. Dann nehme ich das eben kurz auseinander und dann schauen wir mal nach, ob es besser ist als das ist, was wir gerade anhaben. So, das Oberteil, Verteidigung 91. Hat man hier irgendwie Vergleich? So. Nee, das ist viel schlechter. Das lohnt sich gar nicht. Nee. Okay, alles klar. Da unten läuft Katori. Ah, das Forschungszentrum ist direkt vor uns. Oh nein, und ich komme hier nicht raus. Ah doch, es geht. Da läuft noch Katori. So, zack, rein hier. Sobald sich Sandhog ein wenig entwickelt hat, bekommst du die Möglichkeit auf deinem Grundstück. Was? Ich will aber wissen, was für eine Möglichkeit. Hallo, T. Als ich hierher kam, erwartete ich eines von zwei Dingen. Ein Sandsturm war keines von beiden. Ja, das verstehe ich irgendwo. Ich habe das auch nicht erwartet. So, Forschung. Schleife haben wir. Verarbeiter ist das Ding rechts. Also müssen wir das noch machen, richtig?
Vielleicht sehe ich das auch überhaupt falsch und das muss eigentlich nur Mian machen und wir nicht. Aber ich mache das. Ich meine, ach komm, Forschung müssen wir so oder so machen. Deswegen ist das gut, dass ich das schon mal mache, weil ich gerne sowas auch wieder vergesse, ne? Deswegen macht das auf jeden Fall auch Sinn. Okidoki. Nächster Schritt. Ich will einmal meine... Ah, hier Staubwedel. Meine Aufträge ein bisschen sortieren. Ich brauche Spitzhammer. Tja, das wird eine Weile dauern. Gut, eigentlich kann ich die Markierung ja wieder wegnehmen, ne? Geht das? Ja. Zack, raus. Sehr gut. Na gut. Dann geht's wieder in Richtung zu Hause. Ja, wenn ich hier den Weg finde. Ich spring mal eben kurz übers Fleisch. So. Hier ist ja die Bühne. Okay. Oh nein, ich bin durchgefallen. Oh nein, bitte glitsch mir nicht weg. Nee, okay, alles gut, alles gut. So, ich wollte nämlich hier rüber und dann dahin. Genau. Weil an der Bühne können wir ja erstmal nichts machen. Und wir holen uns das andere Bühnenstück. Oder besser gesagt, dieses Schild müssen wir uns ja noch holen. Das machen wir auch gleich. Ich will nur eben meine ganzen Sachen ablegen, weil das habe ich immer noch nicht gemacht. Aber wir könnten eigentlich noch ein bisschen Holz nebenbei holen. Ihr seht schon, ne? Mein Gehirn platzt. Also ich mache ein bisschen hier, ein bisschen da und tralala und ja. So, normalerweise, wenn man so privat spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich achte gar nicht darauf, wie ich spiele, ne? Also ich mache einfach wild daher, laufe ich und mache meine Sachen und denke nicht weiter drüber nach. Es guckt ja keiner zu. Aber jetzt merke ich gerade so, boah, ich bin ja voll lost hier ein bisschen, ne? So wild durcheinander, ignoriere gerne Sachen einfach. Habe keine Lust, hier diese 10.000 Sachen mir alles durchzulesen. Bin einfach zu faul dafür. Ja, ich muss mich dazu mal überwinden. Aber das meiste davon, das ist ja eh dann nur Sandstein, irgendwelche Utensilien. Dann haben wir ein paar Artefakte dazwischen, die ich gesammelt habe. Apropos Artefakte, ich muss die auch mal ins Museum bringen und gucken, ob wir was Neues machen können. Ne? Ja. Ansonsten, ich frage mich, wie man diese Kupferschrauben macht, ne? Weil die brauche ich auch noch. Brauchte ich die nicht für besseres Werkzeug? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich gleich nochmal gucken, oder? Machen erstmal noch ein bisschen weiter Kupferschrott. Und einmal danken. Sehr schön. Sieht gut aus. Am Arbeitstisch hier für einen Staubwedel können wir eigentlich die paar Sachen ja schon mal herstellen. Uns fehlen aber noch E-Federn, ne? Also von dem Faden, also von den, ja, Faden von den Dingern habe ich eigentlich genug. Holzstock habe ich und jetzt nur noch die Federn. Davon habe ich nur zwei. Wir brauchen aber fünf für einen Staubwedel. So. Und dann haben wir hier die Aufbewahrungsbox. Hier, die Schrauben brauche ich für den Spitznamer. Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, die herzustellen. Ich weiß nicht, ob das der Schleifer oder dieses andere Ding kann, was ich gerade erforsche. Das werden wir ja dann noch herausfinden. Und ich brauche Bronzestangen für den Schleifer. Das heißt, wir müssen eh noch Bergbau betreiben, ne? Weil wir hier noch vier Stück von den Bronzestangen brauchen. Joa. Mache ich noch. Irgendwas. Aber wir gehen gleich erstmal zum Schild, ja? Also keine Panik auf der Titanic. Ich werde noch irgendwann mal für Ordnung sorgen. Nur nicht jetzt. Gut, zack. Ich kann mich an meine Panda-Augen nicht gewöhnen. Ich finde das nicht so schön mit den Augen. So, da hinten müssen wir hin. Okay. Hier ist auch noch was? Aha, die Show muss weitergehen. Interessant. Gut. Dann rennen wir mal in die Richtung. Bam, 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 bam. Ein bisschen hier gleich mitnehmen. Wenn wir eh unterwegs sind, weil Holz brauchen wir ja immer.
So, das hier auch. Ein paar Holzreste. Oh, Level! Oh, 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 Level bedeutet, wir können endlich unser Tüchlein anziehen, ne? Tüchlein. Hier, bitteschön. Noch ein bisschen Verteidigung dazu. Das kann man immer gut gebrauchen. Sehr schön. Jetzt ist es auch nicht mehr so kalt um den Hals herum. Oh, da sind ein paar Jacken. Die sehen jetzt nicht gemein aus oder so. Nee, okay. Da. Okay, ich glaube, der hat ja auch gesagt, das sind die ganzen Knallhühner. Dann kämpfen wir uns mal durch, ne? Zack, zack, zack. Ein paar mehr von den Dingern. Ey, die schmeißen ja, hallo? Die spucken Feuer. Was seid ihr denn für Drachen hier? Na? Oh Mann. Ich muss mit der Steuerung noch ein bisschen arbeiten hier. Das Gute ist, wir haben richtig viele Lebenspunkte, ne? Das heißt, ich brauche mir darum zum Glück keine Sorgen machen. Sondern kann mich hier komplett auf den Kampf konzentrieren. Da hinten ist noch irgend so ein Kikeriki. Kabum. Was ist das? Verschreckte Knallhühner. Okay, bei dem, von denen kriegen wir ja auch hier Federn, ne? Von den Dingern, glaube ich. So, jetzt können wir das Ding schon mal mitnehmen. Oh nein, ich habe wieder volles Inventar. Oh, es ist wie eine Pest, mein volles Inventar. Okay, wir brauchen dringend Holz, damit ich endlich eine vernünftige Kiste bauen kann. Aber ich konnte ja schon dieses Schild mitschleppen, ne? Das hat ja schon funktioniert. Bam, bam, bam. Machen wir vieles so hin und her rennen ein bisschen. Zack, zack. So. Aber dann hätten wir wenigstens eine Quest schon mal erledigt. Dann können wir uns auf die anderen konzentrieren. Ich glaube, ich würde mich dann noch an den Staubwedel machen. Weil jetzt habe ich vielleicht die Chance, genug Federn zu haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, es geht immer so schnell. Und man kann sich ja nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Ich konzentriere mich dann auf den Kampf. Und dann sehe ich nicht, was wir danach alles bekommen. Ne? Okay, wir haben keine Federn gekriegt. Zu früh gefreut. Och Mensch. Und hier brauchen wir noch diese Holzdinger. Habe ich auch nicht genug. Bräuchte ich Holzstöcke oder normales Holz? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Hm. Was ich mich auch frage, ich packe ja hier alles in die Kisten. Habe ich denn Zugriff von der Werkbank aus auf die Kisten? Oder muss ich die Sachen in mein Inventar packen? Das wäre halt auch eine gute Sache zu wissen. Weil darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, ob der da die Sachen aus dem Inventar auch rausholt. Ich meine, aus den Kisten. So, das Gute ist, man kann sich hier jederzeit wieder ein bisschen Platz schaffen mit ein bisschen Geld. Ja, ich bin sehr geldverschwenderisch. Okay. Aber wir können ja gucken, wenn ich die anderen Hühner da auch fertig mache, vielleicht kriege ich dann ein paar Federn. I don't know, ich wüsste sonst nicht, wo wir sonst Federn herkriegen. Okay, so, jetzt hat er das Schild doch jetzt erst eingesammelt, okay. Na gut. Dann gehen wir noch ein bisschen hier in den Kampf. Kikeriki! Zack, zack, zack. Ei. Nein, nein. Aua, es tut weh. Wird mein Kopf immer blauer mit der Zeit? Ist euch das auch schon aufgefallen? Es war zuerst rot, dann wurde es oben so gräulich, so komisch. Und jetzt habe ich schon einen halben blauen Kopf. Huch. Ups. Zack, zack. Okay, wir haben wieder keinen Platz. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wisst ihr, ich habe keinen Bock, noch mal hin und her zu rennen. Habe ich noch ein Geld wenigstens für einen Platz? Wir haben hier ein. So. Noch ein. So. Eine Feder. Ja, wir haben jetzt Federn. Sehr schön. Geht doch. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, die Luft schlagen ist auch nicht so praktisch. Kaktusstamm, Tau, das sind auch Sachen, die wir gut gebrauchen können. Und Holz. Holz ist immer gut. Miu. Miu. So, wir bringen erstmal das Schild weg. Dann habe ich die Quest auch erledigt.
und dann gehen wir den Staubwedel herstellen. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dann freut sich Owen wieder. Gut. Die Frage ist nur, muss ich zu Owen selbst? Muss ich hier irgendwie... irgendwie da hoch? Ich glaube... Nee, das ist vom... Auf der Karte ist es da oben irgendwo, ne? Da, oben. Komme ich da denn hin? Hä? Einmal ganz kurz. Was ist das? Ach, das ist ein Kamera. Ach so, das gehört auch zu den Artefakten. Ja, sorry, ich habe mich wieder ablenken lassen. So, das hier muss ich auf die Schnellwahlliste setzen, damit ich das hier gleich aufbauen kann, gehe ich mal davon aus. Da haben wir noch einen freien Platz. Geht das? Hello? Achso, mit dem... Ach. Ja, wenn man mehrere Spiele gleichzeitig spielt, ne, kommt man mit der Steuerung ständig durcheinander. Nee, es geht hier nicht. Okay. Beachtet mich nicht. Ich laufe einfach nur mit so einem Schild durch die Gegend. Vor allen Dingen seht ihr, wie stark ich bin. Ich kann dieses Schild ganz alleine tragen. Ich bin hier voll Superman, Superwoman. So. Haben wir hier? Ja, perfekt. Aufbauen. Ja, bestätigen und aufbauen. Na, Owen? Das ist toll, es ist wieder ganz. Haha, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr schön und wieder ein bisschen Geld gekriegt. Gut. Dann gucken wir einmal kurz die nächste Mission. Die kann ich auch mit auswählen. Staubwedel. Und da, das brauchen wir einfach nur noch herstellen, ne? Okay, dann laufen wir jetzt kurz hin. Machen das mal fertig. Dann haben wir gleich die nächste fertig. Und dann können wir eigentlich als nächstes versuchen, wieder Bergbau zu betreiben, oder? Mal gucken. Oder vielleicht fällt mir noch irgendwas Neues ein. Kann man das Ding eigentlich auseinandernehmen? Nee, ich kann es nur als Fußball benutzen. Okay. Okay. So. Staubwedel. Oh, Anleitung benötigt. Alles klar. Oh, wir haben Post. Sie haben Post. Mars Antwort. Rainy, haha. Aha, ich wusste, dass du sie brauchen würdest. Keine Sorge, dein Vater und ich haben sie bereits erster Klasse verschickt. Sie könnten sogar vor diesem Brief ankommen. Mama. Ah, wegen den Decken, ne? Ich habe ja ausgetestet, ob sie die wirklich schickt. Aber bis jetzt sind noch keine Decken angekommen, ne? Schade. Ich hoffe, die sind nicht verloren gegangen. Hm. Okay. So, wir müssen zur Handelsgilde, ne? Das ist doch hier links, wo dieser Jan lebt, ne? Da läuft der... Ist er das? Ich glaube, das ist er. Oh, wartet mal, da ist noch eine Flasche. Los.